Er jagt sein ganzes Grundstück in die Luft, weil er Angst vor mir hat. Das macht er jetzt nicht. Hey Freunde, was geht ab? Ihr seht schon, mein Minecraft und meine Facecam sieht nicht so aus wie sonst. Heute kommt nämlich eine Halloween-Spezialfolge, so nenne ich das Ganze einfach mal. Heute werden wir nämlich den Spieler, ihr seht das schon, er läuft da nämlich gerade lang, als Herobrine verarschen. Der Spieler hat sich nämlich mega mies verhalten. Der war schon zweimal insgesamt einen Bann kassiert wegen Beleidigung und der will es einfach nicht lernen. Und ich dachte mir, heute machen wir noch einmal eine Ausnahme, weil normalerweise würde er jetzt einen Permaban bekommen, aber dafür kassiert er heute die Bestrafung, dass ich ihn als Herobrine verarschen werde. Ich bin so gespannt auf seine Reaktion. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal unsichtbar, weil Herobrine kann sich ja auch unsichtbar machen. Ich bin so gespannt, wir werden ihn heute so verarschen. Kurz vorab muss ich euch aber noch was zeigen. Und zwar das hier. Für alle, die es immer noch nicht mitbekommen haben, wir haben jetzt in unserem Shop auf durchrasten.de einen Halloween-Sale. Für alle, die es noch nicht wissen, Halloween ist ja bald. Und ihr könnt jetzt mega sparen auf jeden Rang. Und der Hero-Rang ist jetzt auch wieder im Shop. Das heißt, checkt das Ganze ab. Würde mich mega freuen. Ich logge mich jetzt auch nochmal ein. Hier, so sieht das Ganze hier aus. Checkt das Ganze ab. Würde mich mega, mega freuen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß weiter beim Video. Das wollte ich euch nur kurz zeigen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los und kundschaften das Ganze erstmal aus. Es sieht mega düster hier aus. Ich finde, das ist ein mega krasses Texture-Pack. Ich mache mal ganz kurz meinen Speed ein bisschen kleiner. Er kann uns gerade, wie gesagt, nicht sehen. Da ist der Typ gerade. Ey, wir werden... Ey, was macht der denn da? Der hat ja so eine Art Geheim... Oder nee, das sind... Nee, das sind Falltüren. Ich kenne das alles gar nicht in dem Texture-Pack. Wir verfolgen ihn auf... Oh, ups. Wir verfolgen ihn auf jeden Fall erstmal ein bisschen. Ey, guckt euch mal an, wie krank düster das hier alles aussieht. So. Und jetzt, wisst ihr was? Ich gehe nochmal ganz kurz weg. Gehe mal in den Game Mode 1 und guck mal Vanish. Nee, ich war im Vanish. Okay, dann kann ich jetzt in den Game Mode 3 gehen, fliegt er nochmal runter. Und dann fangen wir nämlich an. Dann fangen wir nämlich an mit den Herobrine-Aktionen. Ich bin jetzt im Game Mode 1 und er kann mich gerade nicht sehen. Er läuft ja jetzt gerade lang. Was machen wir denn mal zuerst? Ich habe eine Idee. Wo ist der denn jetzt hier gerade? Ist hier irgendwo eine Tür oder so? Nein, hier ist keine Tür. Ich baue mal die Fackeln hier ab. Ich glaube, er merkt das gerade noch nicht. Nee, ich glaube, er merkt das nicht. Er merkt das nicht, dass ich die Fackeln abbaue. Er hat es immer noch nicht gemerkt. Dann bauen wir mal die hier ab. Ich glaube, er hat es immer noch nicht gemerkt. Dann bauen wir die mal ab. Ey, wie krass dunkel das hier wird. Ich glaube, jetzt merkt er es. Jetzt merkt er, dass wir die Fackel abgebaut haben. Jetzt bauen wir noch die hier ab. Oh Gott, jetzt so langsam müsst ihr es merken. Die hier bauen wir auch noch ab. Und die hier auch noch. Jetzt öffnen wir noch mal eine Truhe. Die hier öffnen wir einfach mal. Und dann öffnen wir noch mal die Truhe. Wie gesagt, der sieht mich gerade nicht. Das sieht für ihn gerade so aus, als würden sich einfach Truhen öffnen. Ich bin gespannt auf seine Reaktion. Schreibt er vielleicht irgendwie was im Chat oder so? Nee, anscheinend nicht. Ey, jetzt setzt er hier einfach eine Fackel hin. Ey, es ist hier gerade so dunkel. Wollen wir die Fackel mal wieder hinsetzen? Und ganz viele. Wir setzen mal ganz viele Fackeln hin. Ey, was muss sich dieser Typ hier denken? Wir werden gleich auch auf jeden Fall ein Schild schreiben. Jetzt so. Packen wir die hier nochmal hin. Und die hier nochmal hin. Und die hier. Und jetzt habe ich eine Idee. Jetzt gehen wir nämlich ein. /Skull. Herobrine. Jetzt haben wir nämlich den Kopf von Herobrine. Und jetzt setzen wir hier eine Truhe hin. Eine Truhe setzen wir jetzt hier hin. So. Die setzen wir jetzt direkt vor ihn hin. Ey, er hat gerade was geschrieben. OMG. Alles buggt hier. Okay. Das ist doch auf jeden Fall der perfekte Zeitpunkt, ihm die Truhe hinzusetzen. Mit einem Herobrine-Kopf drinne. Okay, wir warten mal kurz. Er soll das ja auch direkt sehen. Hier setzen wir die Truhe hin. Und dann packen wir hier einen Herobrine-Kopf rein. Er sieht es. Hat er es rausgenommen? Nee, er hat es nicht rausgenommen. Er sieht das gerade. Er guckt sich das jetzt an. Oh mein Gott, jetzt baut er hier alles voll mit Cobblestone. Ich weiß das gar nicht. Sieht alles so komisch aus mit dem Texture Pack. Okay, ich würde sagen,
wir geben uns nochmal den Kopf von Herobrine und setzen hier einfach mal ein paar Herobrine-Köpfe hin. Hier ein, hier eine, hier ein, hier ein, hier ein. Er schreibt, was? Herobrine? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, er hat gerade jetzt schon mega Schiss. Ey, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denken würdet, wenn ihr gerade an der Stelle von dem, von hier, von Biofan 30 wärt. Okay, was können wir jetzt noch machen? Lasst mich mal kurz überlegen. Wisst ihr, was ich jetzt noch machen werde? Ich weiß nicht, die meisten von euch kennen ja wahrscheinlich die Schallplatten. Wartet kurz. Und es gibt hier, wartet, die hier. Die hier müsste das sein. Ihr seht auch schon, die sieht mega zerstört aus. Und ich kann euch ja mal machen, ich muss mir ganz kurz einen Plattenspieler geben. So, und dann verstecken wir mal den Plattenspieler hier irgendwo. Aber am besten in der Nähe von ihm. Lass ich mal kurz schauen, wo ist er denn hin? / TPO, Bio. Okay, er ist hier gerade, er ist hier gerade. Ich glaube, er dreht gerade mega durch. Ich glaube, er hat noch ein bisschen Schiss wegen gerade. Bis jetzt ist noch nichts weiter passiert. Ah, hier, nee, hier ist Wasser. Oh Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Ich baue das mal hier. Hier einfach, nee, da, ich baue es einfach hier in die Wand. Hier baue ich es in die Wand. So. So. Hört ihr das? Ich mach mal ganz kurz den, so. Die hört sich so gruselig an. Was muss er sich jetzt denken? Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Er baut gerade alles schnell ab. Netherwarzen sind das. Wisst ihr was? Wir placen jetzt hier mal Lava. Wie gesagt, denkt an, der Typ hat das verdient. Der beleidigt ständig andere Leute und er hätte eigentlich einen Bann bekommen. Jetzt setzen wir. Oh Gott, er brennt. Oh mein Gott, was muss er sich denken? Okay. Und jetzt placen wir. Oh, okay. Okay. Das wird dir leider nichts bringen, mein Lieber. Ja, wo ist er denn jetzt hin? Hört ihr das auch die ganze Zeit? Das hört sich so krank an. Ich muss das, glaube ich, ein bisschen leiser machen. Das wird. Okay, jetzt ist es eh vorbei. Ich mach's aber hier ein bisschen leiser. Wo ist der Typ denn jetzt schon wieder hin? TPO? Biofan? Jetzt ist er hier gerade. So, und jetzt füllen wir mal den ganzen Raum mit Lava. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, und natürlich die Herobrine-Köpfe hier dürfen nicht fehlen. Oh, er hat die gar nicht gesehen. Scheiße, er hat die Herobrine-Köpfe nicht gesehen. Er rennt raus. Wir machen schnell wieder Nacht, weil Herobrine ist natürlich nur in der Nacht aktiv. So. Ey, er hat was geschrieben. In meinem Keller. Was ist in meinem Keller, fragt er. So, jetzt setzen wir hier einen Herobrine-Kopf vor ihn. Mein Lieber, Herobrine ist gerade da, du solltest dich also in Acht nehmen. Hier setzen wir noch einen hin, hier und hier und hier und hier und hier und hier. Und ich habe eine Idee, Freunde. Ich glaube, wenn ich mir den Herobrine-Kopf kurz aufsetze und wieder abnehme, ich glaube, wenn ich was auf dem Kopf habe, dann sieht er das. Wenn ich einen Kopf auf dem Kopf habe im Vanish, dann sieht man das, glaube ich, kurz. Jetzt nehme ich ihn wieder ab und wieder, ich weiß nicht, ob er es gesehen hat. Sonst lasse ich ihn mal kurz für eine längere Zeit dran. Sieht er das? Ist er gerade AFK? Nee, jetzt ist er. Was macht er denn die ganze Zeit? Ja. Ich glaube. Ja, er sieht mich. Und schnell wieder das wegnehmen. Oh, er schreibt ein Schild. Jetzt schreibt er. Ich wollte doch. Er fragt, wer bist du? Tja, Freunde, wer ich bin, das wüsste er wohl gerne. Ich würde sagen, ich schreibe hier einfach mal ein Schild hin. Ja, jetzt verrammelt er die Tür sogar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich muss mich einmal ganz kurz sammeln. Ich muss mich einmal zusammenreißen. Er sperrt sich hier jetzt gerade ein. Okay, ich mache hier mal jetzt ein. Ich baue mal das Schild ab und ich schreibe, ich bin Herobrine und du warst nicht nett. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt packt er da noch Soul Sand hin. Sieht er das Schild? Er dreht gerade mega durch. Er liest das Schild. Er baut das einfach ab. Baut er ein neues? Ich glaube, er baut ein neues.
Ja, er baut ein neues Schild, er baut ein neues Schild. Wisst ihr was, das nutzen wir einfach mal. Wenn er nämlich fertig ist, setzen wir da direkt wieder Lava hin. Oh, ist er fertig? Oh nein, wir haben ihn... du Kackhundesohn, warum ich? Er beleidigt schon wieder. Er hat es anscheinend immer noch nicht. Okay, das soll dir eine Lehre sein, mein Lieber. Dieses Mal bist du dran. Ja, jetzt ist er hier gestorben. Jetzt mal ganz ehrlich. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denken würdet. Also was würdet ihr machen, wenn euch sowas passieren würde? Und wenn ihr jetzt so die Videos hier nicht kennen würdet, würdet ihr überhaupt drauf kommen? Sagt es mir mal bitte ehrlich in die Kommentare. Okay, was können wir noch machen, Freunde? Er ist jetzt auf jeden Fall wieder da. Er schreibt, du Kackhundesohn, warum ich? Ich schreibe ihm jetzt hier nochmal ein Schild. Du sollst aufhören, andere Spieler zu beleidigen. Okay, ich bin gespannt auf seine Reaktion. Also, wenn er jetzt immer... Hat er das Schild abgebaut? Ey, der hat das Schild abgebaut! Jetzt baut er ein Schild, okay. Okay. Na, ich interessiere mich ja dafür, was er schreibt. Und eigentlich müsste ich jetzt ein Schild abbauen. Aber warten wir mal kurz ab, was er darauf schreibt. Verpiss dich oder jag alles in die Luft. Oder jag hier alles in die Luft. Er will ja alles in die Luft jagen. Gott, was hat er denn jetzt vor? Jetzt will er hier alles in die Luft jagen. Was macht er denn jetzt hier? Er meinte, er will hier alles in die Luft jagen. Das Ding ist, Freunde, gleich werden wir sonst einfach alles in die Luft jagen. Ich glaube, das wäre doch auf jeden Fall eine gute Strafe. Ich glaube, wir jagen einfach alles in die Luft. Sollen wir das machen? Ich glaube, wir jagen einfach alles in die Luft, oder? Was? Ja, ist das TNT, ja? Jetzt jagt er sein eigenes Grundstück in die Luft. Der gruselt sich so heftig, dass er sein eigenes Grundstück in die Luft jagt. Das soll er doch machen. Ich werde ihn da ganz bestimmt nicht dran hindern. Gucken wir uns das Ganze doch mal entspannt im Game Mode 3 an. Ey, soll er das doch ruhig in die Luft jagen? Also mich stört das nicht. Da steht er jetzt gerade. Was macht dieser Typ? Er setzt einfach noch mehr. Er hat es angezündet. Er jagt jetzt sein eigenes Grundstück in die Luft. Weil er so viel... Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, das hat nicht geklappt, so wie er wollte, wenn mich nicht alles täuscht. Was macht der Typ jetzt? Brennt? Jetzt ist er sogar gestorben! Jetzt ist er auch noch gestorben! Ey! Oh mein Gott, Alter. Ich finde das so lustig gerade, ne? Ich will sein eigenes Grundstück in die Luft jagen. Lass mich noch mal kurz schauen. Jetzt läuft er gerade hier lang. Will er es jetzt nochmal versuchen? Was macht er denn jetzt? Ich glaube, er jagt sein ganzes Grundstück in die Luft, weil er Angst vor mir hat. Das macht er jetzt nicht. Oder was? Er sprengt noch mehr in die Luft. Er sprengt noch mehr in die Luft. Und er rennt sogar an die Lava. Ihm ist gerade alles scheißegal. Ich glaube, er muss gerade... Oh Gott, Freunde, ey. Wenn ihr sowas öfters sehen wollt, vergesst auf gar keinen Fall. Ich glaube, jetzt ist er gestorben. Ich glaube, er hat einfach gerade gar keinen Bock mehr auf sein Leben. Er hat einfach gerade sein Grundstück in die Luft gejagt. Denkt auf jeden Fall an den Halloween-Sale, von dem ich euch am Anfang erzählt habe. Und dann war es jetzt mit dem Video, Freunde. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich war in diesem Video übrigens auf meinem Server durchrasten.de. Es würde mich mega freuen, da jeden von euch mal drauf zu sehen. Und dann war es jetzt mit dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.